Ja, der nächste Neuzugang ist hier bei uns, Leon Sommer. Herzlich willkommen. Dankeschön. Bei uns hier auf der Lohmühle. Paar Tage bist du nun hier. Neue Mannschaft, neue Stadt. Auch an dich die Frage, wie bist du aufgenommen worden? Wie bist du reingekommen hier? Wie ist gelaufen bisher? Bisher läuft alles gut. Ich muss die Jungs noch alle kennenlernen, aber die haben mich schon gut aufgenommen. Ich kenne die auch schon vom Gegeneinanderspielen. Und mit der Stadt, die muss ich noch kennenlernen. Ich habe noch keine Wohnung, wohne noch in Hamburg. Genau. Aber das Ziel ist schon, hier auch herzuziehen und nicht zu der, es gibt ja auch ein paar, die aus Hamburg pendeln, aber das hast du nicht vor, du willst hierher ziehen. Ja, auf jeden Fall noch eine kleine Wohnung, dass ich ein bisschen pendeln kann, aber auch mal, wenn wir früh Training haben oder Spiele, dass ich dann hier ausgeschlafen zum Spiel kommen kann. Das heißt, im Moment sind Wohnungsbesichtigungen angesagt für dich oder wie weit bist du da schon? Ja, da geht es jetzt so langsam los, genau. Nur ist für dich ja ähnlich wie für einige andere Jungs auch so, dass dann das erste Mal eine richtige Männermannschaft ist, wenn man aus einer U21 kommt. Wie fühlt sich das dann an? Was ist anders auf dem Platz? Was ist anders in der Kabine? Wie nehmen die älteren Spieler dich wahr? Ich denke, so, ich hatte das Gefühl, man kommt leichter in die Gruppe rein, weil die meisten Jungs haben das ja alle schon 3, 4 Mal, 5 Mal, wenn nicht sogar länger, schon mal gemacht. So irgendwo neu hingekommen, selber mal der Neue gewesen. Und auf dem Platz, ja, da merkt man Erfahrung. Manche sind ein bisschen cleverer, haben das schon auch viel länger gemacht, das ganze Fußballbusiness. Und genau, das sind so die Unterschiede bei einer Männermannschaft. Du hast nicht nur deine ehemaligen HSV-Kollegen, mit denen du, die du schon länger kennst, sondern auch einen speziellen Bekannten getroffen. Mit Robin Kölle hast du gefühlt schon die ganze Jugend zusammen verbracht und ihr habt immer einen Konkurrenzkampf ausgefochten, oder? Ist das so? Ja, also wir haben uns damals in Wolfsburg kennengelernt, relativ früh, ich glaube in der U14 oder U15. Und damals haben wir noch zusammen auf einer Seite gespielt, ich ein bisschen weiter vorne, er dahinter. Und dann irgendwann, als wir Richtung U19 hatten wir dann Konkurrenzkampf, genau. Aber ihr versteht euch trotzdem gut, habe ich den Eindruck, ne? Ja, wir verstehen uns gut. Er hat mich auch super hier mit an die Hand genommen, mir alles gezeigt. Bin ich ihm dankbar für. Und dann wird es ein heißer Konkurrenzkampf auf der Rechtsverteidigerposition oder siehst du dich auch durchaus eine Position weiter vorne? Ja, ich spiele auf jeden Fall lieber rechts hinten. Ich kann aber auch rechts vorne. Muss der Trainer dann am Ende entscheiden. Das sowieso. Worauf freust du dich dann hier auf der Lohmühle am meisten, wenn du dich so umguckst? Irgendwie, du hast es im letzten Jahr mal erlebt. Wie sind so deine Gefühle, wenn du an die Heimspiele hier denkst? Ja, auf jeden Fall freue ich mich auf die Fans. Endlich mal vor Publikum zu spielen und ja auch mit eigenen Fans, die einen anfeuern, die einen pushen. Darauf freue ich mich und generell auf andere, also jetzt auch Auswärtsfahrten, andere Stadien sehen, auch mit Fans. Das wird eine gute Saison, denke ich. Wie hast du denn die dritte Liga bisher so gesehen? Hast du dich ganz normal übers Fernsehen informiert oder wie hast du so die Gegner, die wir in dieser Saison treffen werden, bisher wahrgenommen? Ja, ich habe auch viele Spiele der Saison geguckt, das verfolgt. Wir spielen ja auch überall ein paar alte Mannschaftskollegen. Das guckt man sich ja dann an. Ja, aber ich habe jetzt auch nicht alles gesehen. Kann da nicht zu jedem Gegner irgendwie was sagen. Genau. Da wird der Trainer schon für sorgen, dass du es in der Woche vorm Spiel dann kannst. Das reicht dann auch völlig aus. Genau. Du bist von deiner Spielweise her dynamisch, kräftig, würde ich sagen. Siehst auch so aus. Tust du was dafür, dass du gerade so vom Oberkörper noch mal ein bisschen kräftiger wirkst als viele Fußballer? Ja, also. Oder ist das typbedingt einfach? Ja, ich denke, ich habe gute Gene einfach. Und natürlich mache ich auch was dafür. Also, ich gehe regelmäßig in den Kraftraum. Ja, fühle mich damit wohl, wenn ich da ein bisschen robuster bin.
Genau, das war in den Spielen gegen uns ja auch schon zu sehen, dass du nicht so leicht aus dem Weg zu räumen bist. Das ist dann ja auch für einen Verteidiger eine gute Eigenschaft, oder? Ja, genau. Was würdest du sonst sagen, sind so deine Stärken, deine Vorzüge auf dem Platz? Womit willst du der Mannschaft helfen? Womit willst du auch vielleicht die Fans besonders beeindrucken? Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin dynamischer Spieler, robust, will natürlich hinten die Null halten, das ist immer das Ziel vom Verteidiger, und vorne auch meinen Teil dazu beitragen mit einer Vorlage oder auch mal selber mit einem Torabschluss und hoffentlich ein Tor. Du hattest auch ein, zwei andere Angebote, wenn ich das richtig weiß, wo du hättest hinwechseln können. Was hat am Ende für Lübeck gesprochen? War das in erster Linie Sebastian Harms oder war es auch hier die Erfahrung, die du hier schon gemacht hast? Was waren so die Beweggründe? Ja, auf jeden Fall die Erfahrung, die ich hier schon gemacht habe. Ich habe hier schon gespielt, ich kenne die Mannschaft, habe der letztes Jahr gut verfolgt. Von außen war es eine coole Truppe, wo ich mich selber gesehen habe. Und am Ende hat einfach alles gepasst, auch mit Sebastian Harms war es gut, gute Gespräche, auch mit dem Trainer gute Gespräche, und dann habe ich mich gefreut, dass das hier geklappt hat. Du hast schon angesprochen, im letzten Jahr war es ja so ein bisschen Konkurrenzkampf. Schauen wir noch mal ganz kurz zurück, wie habt ihr es dann so in der Rückrunde wahrgenommen? Was ihr da ja durchaus beeindruckend hingelegt habt an Serie und wie dann dieser Meisterschaftskampf am Ende abgelaufen ist. Wie habt ihr dann umgekehrt uns wahrgenommen? Ja, also wir wollten einfach nur noch Gas geben, bisschen euch ärgern. Aber wir wollten einfach Spiele gewinnen und waren auch eine gute Truppe. Schade, dass es am Ende nicht gereicht hat, aber wir haben oft in der Nachspielzeit die Dinger noch gedreht und dann habt ihr das Spiel in der letzten Minute gewonnen. Aber wir hätten es einfach einen Spieltag vorher schon regeln müssen. Da müssen wir uns dann an die eigene Nase fassen, dass es letztes Jahr nicht geklappt hat. Und so hast du am Ende wieder ein Stück Erfahrung mitgenommen. Auch das gehört ja irgendwie zu einer Fußballkarriere dazu, dass man dann am Ende werden die Dinger verteilt dann sozusagen. Das ist sicherlich eine Erfahrung, die du mitgenommen haben wirst. Ja, wie erwartest du jetzt die nächsten Wochen in der Vorbereitung? Wie hast du bisher die ersten Einheiten von Lukas erlebt? Wird es noch richtig hart? Ja, ich denke auf jeden Fall wird es noch anstrengender, aber es ist schon gut intensiv. Machen viele Spielformen, also auch größere Spielformen, 11 gegen 11. Ja, aber ich weiß ja noch nicht so gut, wie der Trainer so im Training mit Läufen ist. Das werde ich ja jetzt in der Vorbereitung noch kennenlernen. Genau, das hängt möglicherweise auch von den Werten ab, die dann ja auch jetzt diese Tage alle noch einmal ermittelt werden, was Lukas sich dann da ausdenkt. In der Freizeit, die ihr dann so in der Vorbereitung, die ist ja jetzt nicht so riesig, aber gibt's da schon, macht ihr irgendwas zusammen auch mal? Setzt ihr euch mal zusammen irgendwo auch schon in die Altstadt? Hast du schon was von Lübeck gesehen? Ich war jetzt nur einmal mit Mannschaftskollegen essen in der Mittagspause, aber sonst muss ich erstmal nach Lübeck ziehen, um hier besser anzukommen in der Stadt. Und sonst fahre ich halt immer nach Hause. Ist noch ein bisschen schwer jetzt. Dann drücken wir die Daumen, dass es mit der Wohnung schnell klappt und dass auch sonst die Eingewöhnung so gut weitergeht wie bisher. Und dann haben wir viel Spaß zusammen und wünschen erstmal viel Erfolg, Leon Sommer. Dankeschön.